Da steht sie, die Mona Fetsch, mit einem Kuvert in der Hand, aber noch ohne Plan, wo es hingeht. Frisch ist es. Ich bin gespannt. Jo. Was ist das? Also ich nehme jetzt mal an, das ist also das Wappen von irgendeiner Gemeinde. Riechen. Förmli-Allee 70 in Riechen. Ich war schon in Australien und in Bali und in Spitzbergen in der Eiswüste, aber zu Riechen jetzt glaube ich wirklich noch nie. Los geht's. Die Adresse darf die Mona nicht auf dem Handy nachschauen. Um Gottes Willen, wer ist das? Das kennst du mich nicht. Nein. Wie heißt es? Monika Fasnacht. Nein, Mona Fetsch. Ja, ja. Du hast aber nicht gerade viel. Grüezi, ich suche Hörnli Allee 70. Die ist nicht da. Die ist nicht da? Nein, die ist in Winzerlaufen bis zum Gotthard. Die geht dafür, die ja. Geht an die Grenze. Gut, also danke. Schönen Tag, wiedersehen. Mona, aber das Mal geht es auch an deine eigene Grenze. Richtig heimelig. Kein Mensch von außen. Grausiges Wetter, nichts los. Und Hunger habe ich auch schon. Auf dem Friedhof hat es hier schon mal. Ist es sich da? Das geht uns wirklich auf den Friedhof. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ist das der Friedhof? Muss ich auf den Friedhof? Nein, ich hoffe es nicht, ehrlich nicht. Hoffen nützt nichts. Für die nächsten drei Tage ist Mona Fetsch auf dem grössten Friedhof der Schweiz. Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. Das ist SRF Heimatland. Mona mittendrin. Also es ist jetzt also wirklich da. Hörnli-Allee 70 ist der Ort, wo, wenn man einmal dort ist, wo man nie mehr wegkommt. Das ist wirklich der Friedhof. Hallo miteinander. Da bin ich. Hallo. Grüezi. Darf ich Unterstützung bieten? Unterstützung. Marc, sehe ich so hilflos. Ja, ja, genau. Freut mich. Marc Lüthi. Freut mich. Herr Lüthi. Marc Lüthi, ja, ich bin der Leiter von dieser Institution. Ja, das ist super, Herr Lüthi. Ich erhole mich jetzt gerade noch so kurz von meinem ersten Schock, Schrägstrich, Erstaunen, Schrägstrich. Ja, ja. Ich brauche wirklich Unterstützung. Also jetzt bin ich hier wirklich auf dem Friedhof gelandet. Genau, auf dem grössten Friedhof der Schweiz. Wow. Ich bin der Marc. Ich bin Mona. Ja, der Friedhof am Hörnli ist so gross wie 55 Fußballfelder. Der Marc Lüthi ist drum mit dem Elektroauto unterwegs. Mit dem Papamobil, wie er ihm sagt. Wenn das Areal so gross ist, haben wir hier Rehe. Wir haben also 16 Rehe, die auf diesem Areal leben. Ach, sicher? Ja. Zum Teil finden die Leute das ganz toll. Und zum Teil stinkt es ihnen, weil Gräber abgefressen werden. Ah, die Rehe die hat natürlich keine Pietät. Nein, die fressen alles. Die fressen alles. Ja, schau jetzt, ganz viel. Wir haben jedes Jahr auch Junge hier. Die gehen sicher gerade weg, wenn ich komme. Die sind frech, die gehen nicht vor. Ja, du hast auch nicht so noch nie gesehen. Wow, du, aber was mit diesen Rehen? Traditionelle Grab entspricht heute nicht mehr dem Bedürfnis. Und darum bieten wir neuere Formen anbieten. Aha. Eins ist zum Beispiel eine Bestattung unter einem Gemeinschaftsbett. Das findet hier statt. Und da haben wir ein Gemeinschaftsleben. Hier sind 3000 Leute beerdigt. Hier auf diesem Wetter. Hier haben wir unsere schönen Wiesengräber. Da sind die Leute einfach dann so in der Wiese? Jawohl, ja. Wiesengräber sind immer beliebter, sagt Marc Lüthi, weil es nichts zu tun geben. Und die Urnennischen, die sind hinter Glas, damit die Toten, die Lebenden, überwachen.
Da haben wir auch eine Urnenischenwand. Und da haben wir bis jetzt noch keine Beisetzung gehabt, weil es gewissen Leuten schon viel zu weit oben ist. Ja. Und weil man ja in eine leere Beiz nicht geht, haben wir hier Urnen eingestellt und den Felix Muster. Nein, sicher nicht. Den haben wir nicht gemacht. Doch. Den haben wir gemacht. Ja, da. Der Ernstfall. Und weiter einer ist der Felix Muster. Nein! Jetzt kommst du ja nicht in eine leere Beiz. Ist das deine Idee gewesen, oder? Das kommt aus von meinen Mitarbeitern. Sie? Ja, ja. Und du lässt das zu? Ja, ist doch gut. Ja, ich finde es super. Ich, ja. ich frage mich nur, ich würde sagen, 95% von allen anderen Chefs hätten gesagt, es ist eine ernsthafte Angelegenheit. Und da Witz machen mit Ernstfall und Felix Muster als Platzhalter bei der Urne. Schwarzer Humor braucht es auf dem Friedhof. Und Basler sind wirklich speziell. Zum Beispiel, jetzt ist gerade eine Interpellation gekommen, ob wir nicht ein FCB-Grab machen wollen. Dann habe ich hier ein Fernsehinterview gehabt. Also, was ist Grab für den FC Basel? Ja. Das ist eine offizielle Interpellation. Ja. Von welcher Seite politisch? SVP. SVP, ja. Ja. Ja, ich höre. Ja, ja, ja. Meine Meinung, die auch vom Regierungsrat jetzt geteilt wird, ist, wenn ein Bedürfnis da ist, sind wir offen. Aber das Bedürfnis muss von der FCB-Seite artikuliert werden. Ja. Bis jetzt ist es auf dem Friedhof lockerer, als ich je gedacht hätte. Aber ich spüre schon, das kann nicht lange so weitergehen. Grüezi, Mona Fetsch. Hallo, Benjamin Thoma. Freut mich. Sehr. Benjamin, können wir uns duzen? Ja, selbstverständlich. Und gerne Benji. Benji? Ja. Das ist gut. Was machst du? Ich fahre den grossen Wagen. Für die Zerg hinein? Genau, das ist ein Leichenwagen. Okay. Und wie sagt man denn deinen Beruf? Bestatter. Ja, wir hätten jetzt eine Abholung. Würde dich gerne mitnehmen. Okay. Das Clara-Spital. Okay, also du gehst jetzt jemanden Toten abholen? Genau. Okay. Weißt du das zu? Ja. Solange du fahrst und nicht ich, glaube ich, ist es gleich, wenn ich ein bisschen schlotterige Knie habe. Schon am Benji, sein Vater, war Bestatter. Seine erste Leiche hat Benji mit 16 abgeholt. Für ihn ist das alles ganz natürlich. Mir hilft das aber nicht viel. Was machen wir jetzt als Erstes? Also als Erstes fahren wir mal dort in die Garage, dann nachher tun wir den Sarg rausnehmen. Dann nachher gehen wir eigentlich runter. Das ist so ein stiller Raum, ein Aufbahrungsraum mit mehreren Kielzellen, sagen wir dem, oder Katafalk. Und dann gehen wir dort den Verstorbenen holen, dann eigentlich einkleiden und dann in den Sarg einbetten. Mhm. Wow, da bin ich jetzt auch dabei. Ja, also eigentlich die Idee war, dass du uns mithelfen würdest. Wir treffen dann noch Mitarbeiter von uns. Und dann schauen wir mal, wie weit du da könntest mithelfen könntest. Oh, wem nicht? Er würde natürlich dann da übernehmen, wenn du sagst, oh nein, das geht jetzt nicht. Aber das wäre eigentlich so die Idee. Ja. Ich habe bis jetzt zum Glück ein Leben geführt, wo ich fast nie direkt mit dem Tod konfrontiert war. Und jetzt bin ich plötzlich mitten drin. Das überfordert mich gerade ziemlich. Ich bin Mona. Freut mich, Daniel. Folgendermaßen, meine Herren. Also ich habe extrem, extrem Herzklopfen. Er lacht schon so schadenfreudig. Lacht nicht. Ja, ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen. Also nur schon, also ich kenne es nur, weißt, aus CSI, aus all diesen Fernsehserien und vom Bestatter. Die sind alle nicht echt, genau. Also, und das ist jetzt echt. Ich komme jetzt einfach hinter euch her und wenn ich sage, hey, ich brauche ein bisschen Distanz und brauche ein bisschen Zeit, dann sage ich euch das. Selbstverständlich. Ist gut. Hast du uns gern? Ja, das mache ich jetzt aufhängen. Das ist eine schöne Leiche und das solltest du eigentlich verkraften.
Okay. Und wir machen es jetzt so, er macht die Türen auf, dann ist ja die kleine Tür vom Katafalk und dann ziehen wir eigentlich den ganzen Wagen mit dem Verstorbenen eigentlich raus. Okay. Ja. Das ist eine Frau. Genau. Es ist eigentlich wirklich die Hülle vom Menschen. Überleistet dir, weißt, wenn du sie jetzt so siehst, weißt, was sie für ein Leben hatte und was sie für eine war? Nein, gar nicht. Ehrlich, gar nicht? Nein. Ehrlich? Ja, aber ich glaube, das musst du auch, dass kannst. Ich zusammen sehr pragmatisieren und sage, für mich ist es halt einfach wie ein Job, wie ein Schreiner, der sein Holz bearbeitet, wie ein Maurer, der seine Mauern mauert. Ich mache einfach meinen Job. Oder? Und ich schaue einfach, dass ich den Job gewissenhaft und gut und sauber erledige. Und eben die Leute, die Hinterbliebenen, in dem Sinne zufriedenstellen. Und natürlich auch immer den Respekt dem Verstorbenen gegenüber. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt bei jedem Verstorbenen würde fragen und ich glaube nicht, dass ich dann den Job machen könnte. Okay. Ja, wir haben im Durchschnitt etwa 6 Todesfälle im Tag. Im Tag? Ja. Also von dem her ist das natürlich schon. Ja. Ach, ehrlich, so viel? Ja, ja. Also du könntest jetzt jemanden Angehörigen von dir, würdest du das auch machen? Habe ich auch schon gemacht, ja. Hast du auch schon gemacht? Auch hier. Ja. Ehrlich? Ist ein Freund von mir gestorben, der Krebs hatte. Ja. Oh wow, aber. Es ist schon ein anderes Gefühl, weil man hat ja die Person kennt. Und, aber eben für mich ist es auch wichtig, ich wollte es unbedingt machen, weil das bin ich ihm auch irgendwie schuldig. Oder? Das war ja irgendwie, wenn du jemanden kennst und er macht irgendetwas und du musst das haben, dann jo, jetzt irgendwie zu einem Fremden geht so. Es war jetzt für mich nicht, hat für mich nicht gestimmt. Also das war quasi dein letzter Freundschaftsdienst an ihm? Ja, genau, kann man so sagen. Ja. Jetzt kannst du uns vielleicht ein bisschen helfen, wenn du magst. Am besten kommst du auf diese Seite. Ja. Es ist wirklich ganz kalt. So sanft wie möglich zu machen, genau. Sollen wir sie strahlen? Ja, und dann nehmen wir ein bisschen. Also? Hast du das machen? Dann nehme ich ein bisschen den Kopf anheben. Das ist immer ein bisschen schwierig für uns, auch wie die Leute den Tor gehabt haben. Oder? Aha, sind halt die Ohren nass. Und dann machen wir halt einfach das Möglichste, also was wir jetzt finden, was gut aussieht. Bis jetzt? Geht's? Still standing? Nein, es ist eigentlich noch erstaunlich. In dem Moment, sobald man sie sieht, ist es nicht mehr so schlimm. Eben. Das ist so schlimm vorher, weil einfach, wie man denkt, oder? Und dann siehst du sie und denkst, ja, es war ein Mensch. Ja, und uns blüht das allen irgendwann mal. Lieber später als früher. Jetzt, wo ich den ersten toten Mensch von meinem Leben gesehen habe, bin ich doch tatsächlich erleichtert. Eigenartig. Hast du dir schon überlegt, also weißt du irgendwie, wie du denn wettisch? Ich möchte gerne in Rhein. Ah, im Rhein? Ja. Ich möchte noch eigentlich, dass ich meine Asche eigentlich im Rhein ausgestreut wird. Also sicher die Hälfte. Und wenn jetzt meine Frau meint, sie möchte, man kann ja auch einen Diamant aus der Asche machen, dann können sie aus mehr noch aus der Hälfte einen Diamant machen. Oder wenn sie ein bisschen Asche in einer Urne oder in einem Gefäß daheim haben, wenn sie das will, dann kann sie das. Aber sonst eigentlich den Rest Asche in einen. Ich möchte eigentlich hier nicht irgendein Grab haben. Und dann muss meine Frau da schauen oder muss da zahlen. Das müssen wir pflegen und bewirtschaften. Ist doch etwas Schönes? Nein, finde ich jetzt nicht. Wir bringen den Sarg zur Anlieferung vom Friedhof. Alle Stadt-Basler haben das Anrecht, auf dem Friedhof am Hörndli kostenlos begraben zu werden. Basler Staatssarg inklusive. Ja, danke vielmals. Ja, ich danke dir, Mona, da einfach dass du mitgemacht hast und nicht umgekippt bist. Ja, also, mach es gut, gell? Ja. Ciao miteinander. Ciao, danke. Das sind genug Eindrücke für heute.
Gerade vis-à-vis vom Friedhof hat es ein Restaurant mit ein paar Zimmern oben rein. Da quartiere ich mich ein für die Nacht. Was hast denn du da? Ein Hotel? Ich habe ein Guesthouse. Ein Guesthouse, ja. Danke vielmals. Ich nehme das, wenn das in Ordnung ist, mit Aussicht auf den Friedhof. Hallo. Hey. Danke dir, einen schönen Tschüss Abend. Zusammen. Es ist eine spezielle Stimmung, als ich am Morgen früh über den Friedhof spaziere. Der Ort gibt einem Ruhe. Aber ich muss auch immer daran denken, dass jeder von diesen Grabsteinen für einen Menschen und seine Geschichte steht. Mit einem anderen Besuch auf dem Friedhof komme ich ins Gespräch. Ich habe sie jetzt hier einfach ganz frech angesprochen. Nein, ich habe nicht erwartet, dass die jetzt so dass das Fernsehen mit mir ein Interview machen. Ja. Sie sind da, warum? Ja, wegen meine Frau ist seit 2 Jahren, also im September wird 2 Jahre, wo sie gestorben. Es ist schwer. 5 Jahre haben wir gekämpft. Sie hat einen Krebs, multiple Myelom. Ja. Und wirklich einen von den aggressiven. Kommen Sie jeden Tag oder wie viel kommen Sie? Jeden Tag. Teiltag auch 2-mal. Sicher. Das ist ja so. Wow. Also da gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, ja wollen wir doch nicht. Sie, das sagen sie mir viel. Sicher? Ja. Und dann? Ich höre nicht. Ich weiß, was ich muss machen muss. Und dann ich selber entscheiden, was die anderen sagen, ist okay. Ja. Sowieso, wenn man 48 Jahre zusammen wir, es ist schwer. Auf einmal, dann, ich glaube immer heute noch nicht. Dass sie nicht mehr da ist? Ja. Aber der Ort finde ich also wirklich wunderschön. Das ist für mich ein Park, kein Friedhof. Obwohl Sie vor einem Grabstein stehen? Ja, klar. Ja, klar. Ich glaube, das soll es auch ein bisschen sein, oder? Dass man sagt, da können auch Leute hinkommen. Eben, einfach wo. Ja. Und eben die lustig gemacht sind, eben die Rehe und was da jetzt da. Haben Sie mit denen auch schon Erfahrungen gemacht? Ich habe gerade gestern 2 neue Kerzen. Sie sehen jetzt, Anwander ist. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich glaube, sie tanzen hier auf dem Grab. Manchmal ist alles. Ja. Und wenn sie Rosen, das essen sie dann. Wenn rote Rosen, Blätter essen sind, bleibt nur der Stiel nachher. Und Tulpen das nicht. Das sind jetzt schon 1 Woche, sind wunderschön. Ja. Vielleicht sie haben auch Freude dann. Dass sie ab und an noch ein bisschen sonst noch besuchen. Ja, ja, wer weiß. Oh, Herr Gagliardi, danke vielmals. Ich danke euch. Dass Sie mit mir so geredet haben. Ja, das freut mich auch. Dann. Also, alles Gut. Gute. Merci danke vielmals, Herr Gagliardi. Adieu, danke, wiedersehen. Adieu. Danke. Merci. Der Friedhof, das merke ich jetzt, ist kein Ort für die Toten. Es ist ein Ort für die, die weiterleben und für ihre Erinnerungen. Dass die Gräber und der Friedhof als Ganzes immer so gepflegt aussehen, das ist viel Arbeit. Morgen. Gärtner machen die Hälfte von allen Angestellten hier auf dem Friedhof am Hörnli aus. Morgen. Morgen. Wir gehen Sträucher schneiden. Wir hatten nicht so viel Zeit. Welcher ist es jetzt? Der dort? Das, der braun ist. Wie heisst der? Das ist ein Keria. Da oben nimmst du einfach das, was abgefahren ist. Ja. Dann nimmst du weg. Schneidest du es von ganz unten? Also, ja. Aus dem also bis, es dort, bis dort, wo es noch lebt. Halt, ja. Schau da,
Lang war die Arbeit als Friedhofsgärtner ein sicherer Job. Gestorben wird schließlich immer. Aber weil es je länger, je weniger traditionelle Gräber gibt, braucht es auch immer weniger Gärtner, die sie pflegen. Wie habt ihr es mit der Rehe? Wir haben es gut. Ja, sie machen halt viel Schaden. Ja. Es ist ein bisschen Sie machen recht viel Schaden. Wir spritzen sie dann immer. Spritzen. Es ist halt ein Aufwand, ein Geldaufwand. Was spritzen? Schweineblut oder Hornmehl, das wir dann mischen. Und dann spritzen wir das auf die Gräber. Spritzen. Dieses Jahr haben wir es eigentlich recht gut im Griff gehabt. Ja. Was haben Sie am liebsten? Dreh? Rosen, Stiefmütterli, das fressen sie am meisten. Das ist Schlaraffenland für Dreh. Ja, wirklich. Ja. Die einen Gräber sind liebevoll gepflegt. Andere sieht man fast nicht mehr. Wilde Männer, sagen sie diesen überwucherten Gräber hier. Das ist einfach ein Baum. Also, wenn er da ist, nein, also offensichtlich nein. Niemand mehr. Ja, es kann ja sein, dass jemand im Ausland ist und dann wieder zurückkommt. Und dann geht er an das Grab an und plötzlich ist da nichts mehr, ohne dass er. Das darf man nicht. Ja. Oder weißt du, wenn du jetzt irgendwie dort hast, sie auch so eins. Weißt du, wo ja. mir total ja. zugewachsen ist? Du als Gärtnerin, wenn du so ein Grab anschaust. Ist das ja. ein bisschen etwas Trauriges, weißt, wenn man das so sieht? Also ich finde schon, für mich ist das schon traurig. Weil also bei uns, Frina, ist es einfach so gesehen, dass immer die, die nachgekommen sind, um ein Grab gelegt haben. Und irgendwie ist das auch, finde ich, wegen so einer Zusammenhalt in der Familie. Mhm. Man hat einfach gewusst, ja, jetzt ist der gestorben, jetzt macht es der Nächste. Und so ist es weitergegangen. Und das ist ein bisschen verloren. Die allermeisten Toten werden eingeäschert. Unter dem Platz durch führt ein langer Gang über ein Krematorium. Und das ist der lange Gang. Der letzte Weg eigentlich. Übermacht. Genau, ja. Hier arbeitet Chantal Müller. Sie hat verschiedene Aufgaben. Heute ist sie für die Sarglogistik zuständig. So, jetzt müssen wir rasch stoppen. Ja. Ich tue jetzt noch das Blättchen drauflegen. Das ist sehr wichtig, weil das ist das Blättchen, das auch in der, also wo mitgeht. Und das wird dann in die Urne hineingelegt. Ja, ja, dass sie sicher sind, dass die richtig Asche. Genau. Ja. Dass jetzt ja. da jemand drin ist, der ein Leben ja. hat, der einen Namen hat, der ein Schicksal hat. Ja. Machst du, also weißt, überlegst du dir, du schaust die Namen an, weißt? Genau, also ich muss die Namen natürlich anschauen und kontrollieren. Und also, es ist mir schon bewusst, dass da natürlich ein Mensch drin liegt. Ja. Genau. Aber ich denke, man darf sich nicht zu viel Gedanken darum machen, weil sonst geht man ja selber ein bisschen. Also zu viel Fantasie ist in deinem Beruf ein Nachteil. Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn man einen Horrorfilm schaut, kann man sagen, also da stimmt etwas nicht. Warum? Anhand der Bilder zum Beispiel, oder? Okay, also mit einem Horrorfilm kann man dich nicht schrecken, weil du hast alles schon gesehen in echt. Ich habe ziemlich viel schon gesehen. Ja. Ziemlich viel. Also weißt, das ist jetzt etwas, ich glaube, der natürliche Reflex des Menschen ist, das willst du nicht sehen. Und du suchst dir so einen Beruf aus. Genau, ja. Also bist du ein bisschen komisch oder sind wir anderen komisch? Ich denke, es ist vielleicht einfach, man muss es auch ein bisschen, ich bin dadurch vielleicht einfach realistisch auch. Und jeder bei uns muss gehen. Es kann so schnell plötzlich gehen und ich glaube, man lebt ein bisschen anders oder eben einfach ein bisschen bewusster. Ja. Ja. Wirklich? Also so geht es mir jetzt auf jeden Fall. Ja. Also ja. Geniesst du? Ich genieße das Leben, also in jedem Zug. Ja. Das ist dann der Ofen 4. Wir, gehen jetzt, wir können einen Apparat stellen. Ja, da wartet schon. Hallo. Hier lerne ich den Nächsten kennen, der jeden Tag um Tote und Särge herum ist. Oh. Danke vielmals. Ja. Mona, sorry. Sven, es freut mich sehr. Hi. Wie heisst dein Beruf? Also, was hast du da für eine Funktion? Wir sind jetzt hier im Krematorium selber. Wir kremieren. Ja. Wir sind zuständig für Kremation. Ja.
Also, aber ich meine, weißt, wenn du jetzt irgendwie jemanden kennenlernst im Ausgang, ja, irgendein Konzert, ja, was machst du beruflich und sagst, ich arbeite im Krematorium, oder? Sag ich meistens, ich arbeite auf dem Friedhof. Ja, es ist halt immer so ein bisschen eine Auslegungssache. Also die einen Leute vertragen das halt nicht so, wenn man von Anfang an gerade das anspricht. Und darum ist man zuerst immer ein bisschen zurückhaltend, was den Beruf angeht. Okay. Es sind dem Sven seine letzten Arbeitstage in diesem Krematorium, das komplett veraltet ist. Von den 4 Öfen funktionieren nur noch 2 richtig. Viele Verstorbene müssen darum von Basel auf Zürich transportiert werden, zum Iäschern. Das neue Krematorium ist schon fast betriebsbereit und der ganze Stolz vom Friedhofschef Marc Lütti. Es ist nicht mehr versteckt unter der Erde. In Zukunft kann man beim Kremieren nämlich dabei sein. Das sei ein Bedürfnis der Angehörigen, sagt Marc Lütti. Und auch sonst hat man den Bau an neue Entwicklungen angepasst. Wir haben ja Tendenzen der Gesellschaft, dass die Leute immer schwerer werden. Und für das haben wir jetzt einen speziellen Ofen. Wir sagen auch den XXL-Ofen. Da kann man also bis zu 400 Kilo Mensch kremieren. Also ihr habt extra einen leistungsfähigeren Ofen müssen haben, weil einfach die Leute immer dicker werden? Ja. Bis jetzt ist vom Kilo her bei 170 Kilo sind wir im Anschlag gewesen. Dann hätten wir entweder auf Bern, wo so einen Ofen hat, oder eine Erdbestattung machen. Ja. Und jetzt können wir hier kremieren. Ja. Ein Friedhof ist eben auch ein moderner Dienstleistungsbetrieb. Auch wenn sich alle wünschen würden, sie müssten den Dienst nie in Anspruch nehmen. Frühdienst. Hallo. 1 Minute vor 6 Uhr vor dem Eingang zum Krematorium. Und die Eindrücke von gestern? Ja, heftig. Heftig? Heftig interessant. Heftig interessant? Ja, so eine Mischung. Eine rechte Gedanken gehabt in dem Fall. Ja, ziemlich. Sven kommt am Morgen immer gern arbeiten, sagt er. Und ich glaube ihm das. Was mich an Grenzen bringt, ist für ihn Alltag. Im Krematorium läuft das meiste automatisch. Das ist auf 60 Minuten, das Programm läuft. Und nach 60 Minuten müssen wir schauen, ob schon der Brennvorgang beendet ist oder ob es noch längere Zeit braucht. Das kann sein, dass es einmal eine Stunde 20 geht. Ja. Wer brennt schlecht? Es kommt eben auch noch aufs Alter davon. Wenn man im älteren oder im Alterssemester brennt schon gut. Aber junge Personen, Muskeln, das brennt nicht so. Ja. Das ist krass, dass du mir sagen kannst. Also, du könntest jetzt mich anschauen und mir sagen, wie lange wirst du mir jetzt geben, bis ich durch bin. Ja, also da haben wir schon ein bisschen ein Auge dafür. Ja. Schaust jetzt du noch rein, wer du da in den Ofen... Sind wir, nachdem ich den Sarg positioniert habe, mache ich einen Kontrollblick. Das ist eine Frau. Genau. Jetzt kannst du ihn vorne schieben. Auf meinem Kopfteil so da vorne, unter den Haken. Ja. Dass wir ihn nachher anhängen können. Ich bin nicht gut gefahren. Ja, das reicht schon. Das ist schon so. Ja. Was überlegst du? Ja, hast du gar gesehen? Ja. Ja, sorry. Ich kann meinen Kopf irgendwie nicht abstellen. Weißt, ich glaube, man muss da wirklich sich aufs Handwerk konzentrieren. Weißt, also für mich ist es vorstellbar, dass das hier, dass das wirklich das Ende ist. Also du denkst auch, dass die Seele noch da ist und wir verbrennen auch die Seele. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Seele gibt, weißt du? Also ich würde schon sagen, es gibt etwas, weil das ist ja dann leblos hier. Und es muss ja irgendetwas. Und darum sind wir so verschieden. Jeder Kopf denkt ja komplett anders. Aber im Körperaufbau sind wir alle genau gleich.
es kann nicht fertig sein. Es geht ja nicht. Also es muss ja irgendetwas passieren. Was passiert, ist froh. Es könnte auch völlig sinnlos sein. Es könnte so sein, dass, weißt du, die Massenaufbewahrung, die ihr hier habt, dass das genau der Sinn ist vom Leben. Es gibt nämlich keinen. Du lebst, du tust dich fortpflanzen und am Schluss wirst du in den Ofen geschoben. That's it. Thank you very much. Das könnte ja sein. Also, weißt, das sind die offenen Sachen. Und da sage ich auch, zum guten Glück wissen wir nicht, was läuft. Zum guten Glück wissen wir nicht, wann wir hingehen, wo wir hingehen und wieso wir hingehen. Weil sonst würden wir durchdrehen, oder? Genau. Ja. Das ist, wenn du wüsstest, dass der und der Tag und die Zeit hier drin bist, könntest du nicht damit umgehen. Nein, sicher nicht, nein. Nein, mir fällt das total ein. Also, weißt, ich kann mich da schon mit, das hat viele Knöpfe und das ist alles automatisch und so. Aber also, weißt, ich habe immer noch das Gefühl, hey, da geht irgend, das ist jetzt das Ende von, weißt, von einem Körper, der wo geliebt hat, der gelacht hat, wo gelebt hat. Das ist ja so. Jetzt schauen wir hinten rein, schauen, wie die Verbrennung läuft. Ganz oben runter schauen. Am Nachmittag begleitet Chantal bei einer Bestattung. Die Familie der Verstorbenen hat eingewilligt, dass wir filmen dürfen. Es gibt eine Urnenbestattung unter dem Gemeinschaftsbaum. Ui, schau mal. Ja, die stehlen alles. Ah! Die nehmen alle. Hat der was? Ein Grabkerzchen gestohlen? Ja. Der hat ein Grabkerzchen gestohlen. Was macht er denn mit dem? Ich weiß es nicht. Spielen damit. Rumschiessen. Die klauen wirklich alles. Die nehmen alles, ja. Kommen sie schon, ja, die Angehörigen. Du sagst mir einfach, gell, wo ich stehe, einfach ein bisschen daneben, ich schaue euch einfach zu. Ja, gell? Doch mal. Gut. Geh jetzt in meine Hand. Das ist das Grab, genau. Ein spezieller Moment. Mhm. Also auch für mich, obwohl du sie ein bisschen da. Routine ist. Aber es ist gleich immer wieder speziell. Mhm. Auch für mich. Was macht sich traurig? Eigentlich nicht. Mir macht es eher traurig, wenn ich sehe, dass andere Leute so traurig sind. Mhm. Das macht einem eigentlich mehr. Also das macht mehr zu arbeiten. Mhm. Wie ist das jetzt so für dich? Ja, also für uns ist es natürlich. Man hat ja das Gefühl, man stört auch ein bisschen. Das ist klar. Mhm. Obwohl die Angehörigen ja gesagt haben, wir dürfen dabei sein. Mhm. Aber ja. Irgendwie ist es an einem Friedhof ist eine Art auch ein Ort, weißt, wo sich so viel Liebe zeigt. Ja. Weißt, denke ich jetzt, oder? Also die Trauer ist ja nicht nur etwas Trauriges. Sie sind ja traurig, wie sie jemanden sehr gerne haben. Ja.
Und ich habe mir mehr überlegt, weißt, vielleicht sollte man weniger denken, es ist ein Ort vom Tod, als es ist eigentlich ein Ort, weißt, wo man nochmal kann Nähe zeigen oder Liebe zeigen. Ja, das ist so. Ja. Ja, ich denke, dass wir wieder runtergehen. Die drei Tage auf dem Friedhof am Hörnli haben mich nachdenklich gemacht. Aber auch dankbar. Dankbar, dass es Menschen wie Chantal, Benji und Sven gibt, die in aller Stille dafür schauen, dass wir auch den letzten Weg in Würde gehen können.